Moin Leute, heute zeige ich euch, alles über die Messung von Wasserwerten am Koi-Teich. So Leute, ich habe mal mein Messequipment hier rausgekramt. Das ist das, was ich hier zu Hause habe. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen erklären, was es hier handelt, was man damit machen kann und noch das ein oder andere natürlich. Ich werde mal hier links anfangen. Was haben wir denn hier? Wie ihr seht, ist das so ein kleines Röhrchen und so ein Papierstreifen. Und ja, das sind diese doch oftmals verwendeten Teststreifen, die man in sein Teichwasser tunken kann. Nach einer gewissen Zeit soll man die dann hier gegen diese Farbskala halten und erhält dann seine Wasserwerte. Dann gibt es hier auch solche Messkoffer, die mit Chemikalien funktionieren. Wir sehen hier, da gibt es einmal so ein Röhrchen mit einer Skala drauf, eine Spritze, ein kleines Glas und dann hier eine ganze Riege von Chemikalien, die man zusammenmischen kann. Diese Chemikalien und auch die Gläser, Spritzen, was auch immer, lassen sich hier auch einzeln nachkaufen in solchen Sets. Also das ist der Inhalt von so einem Testkoffer. Und weiterhin gibt es auch elektronische Messgeräte. Ich habe hier drei Stück an der Anzahl. Da werde ich euch auch gleich noch was zu erzählen. Und nachher kommt auch noch ein Bekannter von mir, der wird auch noch mal ein Photometer mitbringen. Und letzten Endes werden wir heute auch mal meine Wasserwerte messen. Und dann werden wir auch sehen, wie gut oder schlecht diese ganzen Tests funktionieren und wie weit die möglicherweise auseinander liegen. So, ich habe jetzt mal meine Teichabdeckung geöffnet. Wir werden jetzt einfach mal anfangen, hier mit diesen Teststreifen die Wasserwerte zu messen und werden einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Ich werde das Ganze notieren und dann werden wir uns an den Testkoffer machen und nachher dann auch mal mit den elektronischen Messgeräten und dem Photometer messen. Diese Teststreifen, die haltet ihr im Grunde einfach in dieses Wasser vom Teich, wedelt die so ein bisschen hin und her und dann müsst ihr die einfach mal einen Moment ein bisschen einwirken lassen. Und das machen wir jetzt einfach mal und ich werde euch dann gleich verraten, was wir da für Werte gemessen haben. So, der Teststreifen ist ein bisschen eingezogen. Wie ihr sehen könnt, haben da diese kleinen Vierecke auch eine Farbe angenommen. Ich halte das jetzt einfach mal hier neben die Farbskala und so funktioniert das Ganze auch. Ihr müsst nun gucken, inwieweit der Teststreifen in welchem Bereich dieser Farbskala liegt. Und damit erhaltet ihr dann den Wert von was auch immer ihr da ablesen wollt. Ich werde das Ganze jetzt mal zu Papier bringen und dazu nutze ich hier mein kleines schlaues Buch. Das kann ich auch nur empfehlen, dass ihr euch so ein Buch zulegt, wenn es um eure Wasserwerte geht. Könnt das natürlich auch auf eurem Computer notieren. Ich mache das hier gerne in so einem Buch. Das ist immer schnell bei der Hand und habe ich halt immer bei meinem Messequipment liegen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich euch die Messwerte mal notiert. Ihr seht, das sind immer so von bis Bereiche und das ist meiner Meinung nach schon einer der Nachteile dieser Teststreifen, denn die messen nicht sehr genau. Und was ihr hier sehen könnt, ist einmal der Wert für NO2, das ist unser Nitrit, also ein wichtiger Faktor am Koi-Teich. Davon sollte niemals zu viel im Wasser sein. Bei mir lag dieser Bereich auf der Skala bei 0 bis 1, das wäre eigentlich zufriedenstellend. Dann haben wir hier die Gesamthärte, die liegt im Bereich 8 bis 16. Die Carbonathärte liegt im Bereich von 6 bis 10, das ist schon recht ordentlich. Aber auch nicht schlimm, das muss ich noch dazu sagen. Und dann haben wir hier den pH-Wert, der irgendwo zwischen 8 und 8,4 liegt, sowie einen Wert für Chlor. Das können die Teststreifen auch. Der soll hier irgendwie bei 0 bis 0,2 liegen. Das Ding ist, ich weiß ganz sicher, wir haben kein Chlor hier im Wasser. Und ich habe auch in der Vergangenheit schon immer Probleme mit diesen Teststreifen gehabt, wenn es um den Wert von Chlor geht. Die zeigen irgendwie immer einen kleinen Wert an, obwohl das eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht.
etwas, was bei mir bei diesen Teststreifen persönlich fehlt. Das ist ein Wert für NH4, also das Ammonium, das, was die Koi ausscheiden, das können diese Teststreifen nicht abbilden. Und ich würde einfach mal sagen, wir lassen die Werte jetzt erstmal so stehen und gehen jetzt rüber und gucken, was wir mit unserem Testkoffer machen können. So, wir sind wieder am Teich und das, was ich jetzt als erstes mache, ich habe mir erstmal hier wie so ein Glas besorgt, das mache ich immer ganz gerne. Damit schöpfe ich einfach mal ein bisschen Wasser ab und das benutze ich dann immer für meine Testreihe. Somit muss ich nicht mal mit der Spritze im Teich rumgrabbeln. Also gehen wir jetzt mal zurück zum Messkoffer. So, wir werden nun als erstes Folgendes machen. Wir werden das Nitrit messen und das Ammonium. Dafür habe ich mit dieser Spritze einmal 5 mm in jedes dieser kleinen Glasgefäße getan. Und nun geht es darum, jeweils aus den entsprechenden Chemikalien die korrekte Anzahl an Tropfen hier hineinzugeben, einen kurzen Moment zu warten. Und dann wird das Ganze durch einen Farbumschlag uns anzeigen, wie viel Nitrit oder eben Ammonium sich in meinem Teichwasser befindet. Dem Koffer liegt auch eine Farbskala bei und daran kann man das dann erkennen. Die werde ich gleich auch noch dazu holen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Tests durchgelaufen sind. So, wie ihr sehen könnt, haben sich die beiden Flüssigkeiten schon umgefärbt. Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich meine Farbskala verbaselt habe. Die ist auch selten von mir genutzt worden. Ich gehe nämlich folgendermaßen vor. Ich weiß, dass bei dem Nitrit-Test das Ganze rosa wird und wenn es noch schlimmer ist und wir wirklich Mengen von Nitrit im Wasser haben, die nicht mehr so gesund für unsere Koi sind, dann wird das Ganze wirklich dunkelrosa bis teilweise rot. Und das rechte hier, das ist unser Ammonium-Test. Wenn wir viel Ammonium im Wasser haben, dann wird das sehr schnell grün und auch dunkelgrün. Ja, ich hatte dieses Vergnügen schon mit den beiden Werten. Wie ihr hier sehen könnt, ist der Test für Nitrit allerdings sehr hell, also hellrosa. Und der Ammonium-Test auch sehr hellgrün ist das wahrscheinlich. Und damit würde ich sagen, liegen diese beiden im untersten Bereich. Wer es ganz genau haben will, der sollte sich aber wirklich die Farbskala nehmen und das daneben vergleichen. Ich mache das jetzt mal so auf Augenmaß und werde die Werte so erstmal in unsere Liste übernehmen. Was ich halt auch immer sehr gerne messe, ist natürlich der KH-Wert für die Carbonathärte. Ich finde auch, dass das ein ganz wichtiger Wert ist. Ich werde das jetzt einfach mal live hier machen. Und das bedeutet Folgendes, wenn ich hier 2 Tropfen in meine Lösung gebe, entspricht das einem KH von 1. Und solange das Wasser blau ist, und ihr habt gesehen, es ist gerade farblich umgeschlagen, dann müssen wir weitere Tropfen hinzudosieren. Erst wenn das Wasser anfängt, gelb umzuschlagen, dann können wir sagen, dass unser KH-Wert erreicht ist. Also 2 Tropfen bedeuten in diesem Fall, ein KH von 1 ist vorhanden. Ich gebe jetzt mal 2 weitere Tropfen hinein, schüttel das Ganze ein bisschen. Und ihr könnt sehen, es ist weiterhin blau. Ich gebe nochmal 2 Tropfen rein. Würde ein KH von 3 entsprechen. Und wir sehen, es ist weiterhin dunkelblau. Ich gebe weitere 2 Tropfen hinein. Ein wenig schütteln. Ein KH von 4 ist auch noch da. 5 auch noch. KH 6 haben wir auf jeden Fall auch. Jetzt müssten wir ein KH von 7 haben und das ist weiterhin blau. Ich mache jetzt mal 1 Tropfen, das würde einen halben KH entsprechen. Das wären jetzt 7,5. 8 und ich kann es ein bisschen schon erkennen. 8,5. Oh ja, es schlägt schon ein bisschen um. 8,5 sind wir jetzt. Jetzt haben wir 9. Und wenn ich das hier so ein bisschen schwenke, das ist schon deutlich umgeschlagen eben, gebe ich nochmal einen hinzu, wären jetzt 9,5 und ihr seht, die ganze Flüssigkeit ist hell geworden, hellgelb, gelbgrün, gelb oder grün, kann sich jetzt jeder aussuchen, würde bedeuten, ich würde das jetzt einordnen als KH 9 bis 9,5.
So, ich wollte ja eigentlich gerne auch den pH-Wert nochmal mit dem Tröpfchentest messen. Ist mir jetzt ohne die Farbskala leider nicht möglich. Das heißt, da werden wir heute ein bisschen unvollständig weitermachen müssen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich auch noch zeigen, was es hier so auch an elektronischen Messgeräten gibt oder was ich jedenfalls nutze. Wir haben da hier zum Beispiel zum einen dieses Kombi-Messgerät. Das misst die Wassertemperatur und den pH-Wert. Dieses Gerät sollte regelmäßig auch kalibriert werden. Das bedeutet, dass man das Gerät so einstellen muss, dass es auch genau misst. Dazu gibt es hier solche Kalibrierlösungen, die kann man sich kaufen. Und je nachdem, da müsst ihr mal in die Anleitung gucken, müsst ihr euer Gerät halt kalibrieren, wie oft ihr es benutzt. Hier in der Mitte seht ihr ein Sauerstoffmessgerät. Das ist ein bisschen teurer schon. Das Kombi-Messgerät kostet so roundabout 50 Euro. Dieses Sauerstoffmessgerät liegt irgendwo schon über 100 Euro. Finde ich aber ganz praktisch, weil es auch halt super schnell geht. Das ist sowieso der Vorteil, finde ich, bei diesen elektronischen Messgeräten. Und dieses Sauerstoffmessgerät wird halt auch kalibriert, allerdings über den Sauerstoffgehalt hier in der Luft, in der Atmosphäre. Das kann man recht schnell nachprüfen. Und dann kann man es umschalten auf Milligramm pro Liter. Das heißt, ihr könnt direkt messen, wie viel Milligramm Sauerstoff pro Liter in eurem Teichwasser vorhanden ist. Und dann auch anhand einiger Tabellen könnt ihr dann ablesen, wie viel Sättigung ihr halt in eurem Teich habt. Das dritte Messgerät hier im Bunde, das ist ein Salzmessgerät. Wo das jetzt preislich liegt, weiß ich gar nicht. Benutze ich allerdings auch sehr selten, weil ich ja an meinem Teich auch überhaupt nicht mit Salz arbeite. Auch das muss ab und an mal kalibriert werden. Auch da gibt es spezielle Salzlösungen mit einem festen Salzgehalt, sodass man das halt korrekt einstellen kann. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal hier mit dem Kombi-Messgerät und packen das einfach mal in unser Glas mit Teichwasser, aus dem wir eben auch die anderen Proben gezogen haben. Das Ganze läuft nun folgendermaßen. Ich habe hier den Deckel abgezogen. Nun soll man das Gerät einmal so ein bisschen durchspülen, ein bisschen eintunken. Dann gibt es hier oben einen Knopf, den könnt ihr einfach anmachen. Ihr seht, das Display springt auch schon an. Hier unten könnt ihr umschalten zwischen Temperatur und pH-Wert, was ihr gerade messen wollt. Ich stelle jetzt einfach mal auf Temperatur und ihr seht, das Display blinkt. Und ich muss jetzt mal ein bisschen von diesem Wasser ausschütten, weil das ein bisschen zu viel ist für das Messgerät. Das hat nämlich einen Eintauchbereich, der hier unten bis zu dieser Plastikkante geht. Deswegen packe ich es jetzt einfach mal ins Glas. Und ihr könnt vielleicht auch sehen, nein, man kann es nicht mehr sehen, der Display blinkt. Und das Gerät stellt sich halt ein auf die Temperatur des Wassers momentan. Und ich fange immer ganz gerne mit der Temperatur an, weil die braucht ein bisschen länger zum Einpegeln. Und im Hintergrund misst er gleichzeitig schon den pH-Wert. So kann ich eigentlich fast immer sicherstellen, dass der pH-Wert auch vernünftig gemessen wurde. Wenn ich jetzt das Display auf den pH-Wert stellen würde, dann habe ich meistens immer die falsche Temperatur im Hintergrund. Deswegen stelle ich mir die Temperatur ein. So, das Gerät hat gepiept. Es verrät uns, dass das Wasser hier im Glas 10,9 Grad ist. Das nehme ich natürlich nicht als Referenz für den Teich. Da steht er ja schon eine Weile. Das Gerät würde ich also zur Temperaturmessung in den Teich hängen. Allerdings, oh nein, jetzt habe ich das hier falsch umgeschaltet. Nee. Den pH-Wert haben wir jetzt noch nicht. So, ich habe nochmal schnell neu gemessen. Hatte mich eben ein bisschen verdrückt. Wir haben in dem Wasser einen pH-Wert von 8,1. Ja, ich habe einen hohen pH-Wert oder relativ hohen hier an meinem Teich. Das hat den einen oder anderen Grund. Und ich denke, das sollte euch schon mal einen guten Eindruck geben, einen guten Einblick über dieses Handmessgerät, dieses elektronische Messgerät, ein Kombi-Messgerät, das die Temperatur und auch den pH-Wert messen kann. Den Wert übernehme ich in meine Liste und dann werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Bevor wir nun letztendlich dazu übergehen, die Wasserwerte auch mal mit dem Photometer zu messen, wollte ich erst noch mal ein bisschen was erzählen. Wir haben ja schon gesehen, die Testreihe mit den Tröpfchentest kann ich nicht so vollständig durchziehen, da mir meine Farbskala fehlt. Ich möchte auch noch sagen,
dass es einige Wasserwerte gibt, die ich doch deutlich öfter messe, einige wesentlich seltener, was ich wirklich auch nur jedem empfehlen kann. Das ist eine Messung von NO2, also Nitrit, Na4 Ammonium, dem pH-Wert, natürlich auch dem Sauerstoffwert und dem KH-Wert. Ja, diese Werte sind es tatsächlich, die ich hier noch am regelmäßigsten messe, sage ich mal. Die anderen Werte lasse ich meist außen vor. Kann man ab und zu mal machen, aber ich halte die eben genannten Werte halt auch für deutlich wichtiger und aussagekräftiger. Und zu Nitrit und Ammonium kann man eigentlich auch sagen, wenn euer Filter läuft und euer Teich dahingehend eigentlich auch keine Probleme macht, dann kann man diese Werte auch ruhig einmal die Woche oder vielleicht sogar nur einmal im Monat messen, wenn ihr euch da sicher seid, weil so schnell bringt ein Biofilter eigentlich, sag mal, nichts aus dem Gleichgewicht, jedenfalls nicht solange ihr keine großen Eingriffe habt am Teich oder sehr große Veränderungen. Ja, den KH-Wert, den würde ich dann vielleicht doch schon wöchentlich messen. Ich mache das bei mir zumindest ganz gerne, weil mein Ausgangswasser einen niedrigen KH hat von 4. Der verändert sich also doch schon sehr schnell bei mir, geht halt sehr schnell runter. Und ich härte auch ab und an mit Natron auf. Von daher bin ich immer gerne informiert, wie sich mein KH-Wert entwickelt. Und weil ich halt auch das elektronische Messgerät nutze für den pH-Wert, messe ich halt den pH-Wert auch gerne und oft. Der ändert sich ehrlich gesagt nicht wirklich sehr stark. Ich habe auch da nur sehr geringe Schwankungen hier bei mir am Teich. Ich finde es aber dennoch interessant. Und da ich mit dem Gerät auch die Temperatur gerne mal messe, messe ich halt den pH-Wert gleich mit. So, jetzt würde ich doch glatt sagen, werden wir gleich mal rüberschalten zum Photometer. Werden wir uns ansehen, wie so ein Ding aussieht. Ich werde euch vielleicht noch ein paar Details darüber erzählen. Und dann bin ich natürlich auch gespannt auf die Messreihe und wie stark die Werte halt voneinander abweichen, wenn sie voneinander abweichen. Also dieser Stäbchentest, der Tröpfchentest und letztendlich die Werte vom Photometer. So Leute, nun haben wir hier auch das Photometer am Start. Wie ihr sehen könnt, läuft hier so ein Timer, da kommen wir gleich drauf zurück. Wir können auch sehen, dass es sich hier also um so einen blauen Kasten handelt. Das Gerät wird auch mit Strom betrieben. Wir haben hier unten einen Stecker. Das heißt, wenn ihr so ein Gerät betreiben wollt, braucht ihr auf jeden Fall auch eine Steckdose. Und jetzt wollte ich euch mal ein bisschen erzählen, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt hier zum einen eine Riege von Chemikalien. Das ist so ähnlich wie bei den Tröpfchentests. Und dann habt ihr hier diese kleinen Glasröhrchen. Ihr könnt das sehen. Da füllt ihr quasi euer Teichwasser rein. Das hier ist die Probe für den pH-Wert. Und wenn ihr das Teichwasser da drin habt, dann gebt ihr dieses Röhrchen einmal, so wie es ist, in das Photometer. Das Photometer stellt sich dann darauf ein. Das heißt, es misst einmal den Ausgangszustand vom Wasser. Und dann werdet ihr Chemikalien in eure Probe geben, je nachdem, was ihr messen wollt. Und dann verfärbt sich das. Das ist so ähnlich wie beim Tröpfchentest. Das Photometer funktioniert aber folgendermaßen. Es misst quasi die Wasserparameter über die Lichtbrechung. Das bedeutet, jetzt wo die Probe eine andere Farbe hat, kann das Photometer erkennen, wie viel oder wie hoch oder wie niedrig der pH-Wert ist, der in dieser Probe ist oder je nachdem, was man halt messen möchte. Momentan messen wir hier Ammonium. Das dauert einen kleinen Moment. Ihr seht ja, der Timer steht immer noch bei roundabout 40 Sekunden. Wir werden also gleich live sehen, wie viel Ammonium in meinem Teichwasser drin ist. Und dann zeige ich euch auch nochmal Folgendes. Das hat mein Bekannter auch freundlicherweise mitgebracht, zur Verfügung gestellt. Das ist so ein Hanna-Checker. Das ist quasi ein Photometer im Kleinformat. Auch diese Teile gibt es zu kaufen für jedermann. Allerdings können die jeweils nur einen Teichparameter messen. Dieses hier ist für den KH-Wert, weil das hier verwendete große Photometer den KH nicht bestimmen kann. Deswegen haben wir hier mit diesem kleinen Photometer den KH-Wert bestimmt. Und ich denke, es ist auch mal ganz interessant, sowas zu sehen. So, und der Timer ist abgelaufen. Wir werden also gleich, denke ich doch, live sehen,
was für ein Ammonium wir haben. Wir haben hier 0,1 Milligramm pro Liter. Ist ein niedriger Wert, ist aber ein Wert, würde ich mal sagen. So, wir haben also auch den Wert für Ammonium gemessen. Ich würde sagen, alle gemessenen Werte, und wir werden jetzt nicht alle hier auf Video festhalten, werde ich dann nochmal gegenüberstellen. Das heißt, alle Werte, die ich vorhin auch gemessen habe mit den Teststreifen, mit dem Photometer jetzt, mit dem Tröpfchentest und auch mit meinen elektrischen Handmessgeräten, ich denke, das Ergebnis wird das ein oder andere an Überraschung vielleicht auch bieten. Und mir ist gerade eingefallen, dieses Gerät hat auch einen Akku. Wir haben es jetzt über die Steckdose laufen, das habe ich eben vielleicht noch ein bisschen falsch wiedergegeben. Das geht auch mit einem Akku, das heißt, ihr könnt es theoretisch auch mit raus an den Teich nehmen. Vielleicht auch noch kurz eine Info, was so ein Gerät überhaupt kostet. Ihr seht schon, das misst auch einige Nachkommastellen. Dementsprechend kostet es auch einige Eurostellen. Das Gerät hier liegt, glaube ich, im Neupreis Richtung 800 €. Das heißt, das ist schon eine ganze Menge Kohle. Und auch diese kleinen Geräte sind nicht ganz günstig. Aber dafür habt ihr natürlich ein sehr genaues Messergebnis. Und wer das haben möchte, der muss dementsprechend auch investieren. So, ich werde jetzt die Ergebnisse zusammentragen und dann werde ich euch das zeigen. Und wir werden noch mal gucken, welche Tests taugen etwas am Keuteich und welche Tests sind vielleicht nicht so geeignet oder welche Tests reichen möglicherweise aus, um euch anzuzeigen, in welchem Bereich ihr euch bewegt. So Leute, ich habe es nun geschafft, die Werte zusammenzutragen. Wie ihr seht, habe ich das Ganze in einer kleinen Tabelle aufbereitet. Aber bevor wir auf die Werte eingehen werden, möchte ich einfach noch mal ein paar Dinge vorweg sagen. Diese ganzen Tests sind natürlich irgendwie, naja, wie soll man was sagen, es sind keine Laborwerte. Ne? Wir sind hier auch nur privat bei mir zu Hause, da sind sicherlich auch kleine Fehler drin. Ich sag auch mal Ungenauigkeiten beim Dosieren der Chemikalien unter anderem. Ich wollte das Ganze aber eigentlich nur als Richtwerte zur Verfügung stellen, dass ihr einfach mal sehen könnt, was es so gibt an Messmethoden und wie das alles funktioniert. Und ich denke, ich konnte auch einen ganz guten Überblick geben. Und jetzt gehen wir einfach mal auf die Tabelle ein. Und wie ihr sehen könnt, habe ich in den Spalten die einzelnen Messmethoden aufgeführt. Die Teststreifen, Tröpfchentest, das Handmessgerät und das Photometer. Und in den Zeilen habe ich einzelne Wasserparameter dargestellt. Fangen wir doch einfach mal bei NO2 an, unserem Nitritwert. Wie ihr sehen könnt, haben die Teststreifen einen Bereich von 0 bis 1 Milligramm Nitrit im Wasser angezeigt pro Liter. Das ist ein relativ grober Wert meiner Meinung nach. Der Tröpfchentest hingegen hatte uns schon gezeigt, dass unser Nitrit ungefähr bei 0,05 bis 0,1 liegt. Das ist so die kleinste Skala, die es gibt. Ich hatte natürlich meine Farbskala verbaselt, hatte ich ja erzählt. Allerdings würde ich meinen gemessenen Wert da einordnen. Das liegt schon mal auch in dem Bereich von 0 bis 1, was die Teststreifen angezeigt haben. Allerdings ist es wesentlich genauer, denn 1 ist nun mal der zehnfache Wert von 0,1. Wenn wir nun das Photometer ansehen, dann sehen wir, dass es 0,06 angezeigt hat. Das ist ein richtig genauer Wert, ne? Das geht bis auf die zweite Kommastelle. Und wenn wir nun diese ganzen drei Werte mal miteinander vergleichen, dann müssen wir auf jeden Fall zugeben, dass sie alle ungefähr im selben Bereich liegen. Der Teststreifen von 0 bis 1 ist zwar ein sehr grober Bereich, sagt aber letztendlich dasselbe aus wie das Photometer und der Tröpfchentest, nämlich dass es im Bereich von 0 bis 1 liegt. Trotzdem würde ich hier den Teststreifen außen vor lassen wollen. Das würde für mich nicht in Frage kommen, eine Skala von 0 bis 1 nur anzugeben. Ich benutze ja privat hier den Tröpfchentest und ich denke, im Vergleich mit dem sehr genauen Photometer haben wir da eine Aussagekraft bei diesem gemessenen Wert, der schon sehr gut ist. Schauen wir doch mal, was das NH4, unser Ammonium, angeht. Da konnte ich mit den Teststreifen nicht messen, das hat es nicht hergegeben. Unser Tröpfchentest hat auch hier die kleinste Einheit angezeigt, 0,05 bis 0,1 Milligramm pro Liter. Und das Photometer hat uns
0,1 angezeigt. Okay, das Photometer lag also schon deutlich darüber. Muss ich jetzt einfach mal so hinnehmen. Ich würde jetzt einfach mal weitergehen zur Gesamthärte. Wie ich das auch schon im Video erwähnt hatte, an anderer Stelle messe ich die eigentlich nie. Die Teststreifen haben hier 8 bis 16 angezeigt. Okay, haben wir mit den anderen Testvarianten nicht weiter verfolgt. Unsere Carbonathärte, der KH-Wert, dort haben die Teststreifen den Bereich 6 bis 10 angezeigt. Also ein sehr grober Bereich. Mit dem Tröpfchentest bin ich irgendwo bei 9 bis 9,5 gelandet und das Photometer hat mir sogar 12,4 angezeigt. Hier finde ich, ist die Abweichung doch auch deutlich vorhanden. Ich hätte gedacht, dass der Bereich 9 bis 9,5 eigentlich so passen müsste. Da habe ich mich wohl getäuscht. Wir liegen hier also komplette 3 Punkte drüber an KH. Ich vertraue dem Photometer einfach mal, weil es wirklich halt sehr genau misst. Müssen wir einfach mal berücksichtigen jetzt. Dann der pH-Wert. Hier habe ich in der Vergangenheit, muss ich vielleicht auch nochmal erwähnen, auch an anderen Teichen, sag mal, Gegenmessungen, Kontrollmessungen gemacht, wo auch andere Leute mit einem Teststreifen gemessen haben. Dort bin ich mit meinem elektronischen Handmessgerät angerückt und die Abweichungen waren halt doch sehr deutlich. In dieser Testreihe mit unseren 3 Messgeräten ist der pH-Wert eigentlich, ich sag mal, relativ in einer Range irgendwo zu sehen. Die Teststreifen mit 8 bis 8,4, mein Handmessgerät mit 8,1 und das Photometer mit pH 8,0. Das würde ich jetzt sagen, liegt nicht alles so weit auseinander. Denke, mit meinem Handmessgerät bin ich hier bei mir zu Hause da ganz gut bedient. Chlor, das haben wir nicht gemessen, das konnten auch nur die Teststreifen. Wie ihr also gesehen habt, haben wir hier heute mal eine Testreihe gemacht mit 4 verschiedenen Messmethoden, wobei mein Handmessgerät, damit konnten wir leider ja nur den pH-Wert messen. Und bei den Tröpfchentests hatte ich ja meine Farbskala verbaselt. Wäre schön gewesen, wenn wir da vielleicht auch noch den pH-Wert gehabt hätten. Nichtsdestotrotz denke ich, kann man hier ein kleines Fazit draus ziehen. Wenn wir sagen, das Photometer ist hier nun mal die genaueste Messmethode, dann sehen wir doch deutliche Abweichungen gegenüber den Teststreifen und auch den Tröpfchentest. Das Handmessgerät hat sich meiner Meinung nach im Bereich pH-Wert ganz gut geschlagen. Solange dieses Messgerät kalibriert ist, denke ich, kann man damit auch durchaus was anfangen. Und wenn ich mal gucke, in welchem groben Bereich die Tröpfchentests meine Werte rausgebracht haben, dann würde ich sagen, dann reicht mir das auch als Richtwert. Denn ich sag mal, da ist zwar eine Abweichung zu den Messungen vom Photometer, aber der Bereich reicht mir vollkommen aus, um zu beurteilen, ob das Wasser, ich sag mal, ausreicht, um darin meine Koi zu halten. Und deswegen, das ist auch meine Empfehlung, wenn man nicht dieses viele Geld ausgeben möchte für dieses Photometer, was halt sehr genau misst, dann würde ich empfehlen, euch sozusagen so eine Kombi anzulegen aus Handmessgeräten und Tröpfchentest. Handmessgerät hat halt den Vorteil, dass man damit auch mal schnell messen kann. Das nehme ich halt selber auch für den pH-Wert. Und die Tröpfchentests sind eigentlich auch recht schnell bei der Hand. Wesentlich günstiger auf jeden Fall als ein Photometer. Und für mich auch völlig ausreichend, was den Messbereich angeht. Die Teststreifen möchte ich nicht empfehlen. Hier in unserer Messreihe haben die sich gar nicht mal so schlecht geschlagen. Allerdings habe ich ja auch schon erwähnt, ist der Messbereich doch sehr grob angegeben. Damit möchte ich persönlich nicht leben und ich habe es halt auch an anderen Teichen schon erlebt, dass sie jedoch relativ weit abgewichen sind von einem Tröpfchentest. In dieser Testreihe ist es halt nicht so extrem. Trotzdem möchte ich hier für die Teststreifen nicht zurückgreifen. Ich habe die halt noch im Schrank. Das war ganz praktisch hier für dieses Video, dass ich euch das mal zeigen konnte. Aber ich würde sie halt nicht weiterempfehlen wollen. So, an alle, die hier so lange durchgehalten haben und dieses Video geguckt haben, erstmal ein herzliches Dankeschön. Ist doch extrem lang geworden, dieser Beitrag. Gab doch eine Menge zu erzählen und ich gehe davon aus, wenn ihr so lange dabei geblieben seid, dann hat es euch vielleicht auch ein bisschen interessiert und es war vielleicht auch ein bisschen interessant und vielleicht auch für alle Neueinsteiger und für alle, die nochmal was lernen wollten oder mal sehen wollten, wie man überhaupt Wasserwerte messen kann.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video auch mit einem Like verseht, also einen Daumen nach oben. Wenn ihr Bock habt, dann abonniert doch auch diesen Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand, wenn ich hier mal ein neues Video raushaue. Und wenn ihr Fragen habt oder vielleicht auch Kritik oder Verbesserungsvorschläge, was auch immer, postet das einfach unter das Video. Ich würde mich auch darüber freuen und ich würde jetzt mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao Leute.